Dann verlasse dieses Leben als Baum und steige hoch in die Sphären des Universums und lass dich treiben und ziehen von dem Gefühl, dass du dein wahres Selbst treffen möchtest. Wir gehen zum Aufzug zurück. Da steigst du wieder rein. Und dann sagst du mir, in welches Stockwerk du fahren möchtest, um dein höheres Selbst zu treffen. Geht das zum 7. Stock? 7. Stock? Ja. Sind da neue Knöpfe dazugekommen? Ja. Mhm. Okay, wir fahren in den 7. Stock. So, wenn du angekommen bist, sagst du es mir. Mhm. Okay, was siehst du, wenn du rausschaust? So eine Landschaft als im Schnee. Das ist alles glitzert, alles so kleine, als die Schneeflocken. Mhm. Aha, aber es ist nicht kalt. Ja. Mhm. Mhm. Es ist einfach so glitzernd halt, ne? Mhm. Sehr viel Licht. Ja. Dann schwebe mal heraus. Oder ist der Schnee, dass man drauf gehen kann? Oder dieses Schneeartige? Ja, man kann da gehen, aber man kann auch fliegen. Ja, mach, was du willst. Kannst auch fliegen. Okay, also ich fliege. Und schau dich mal um. Wenn du Wesen triffst, frag sie einfach, wer sie sind. Das ist ganz komisch, da sind keine Menschen wieder. Ja, keine Menschen. Mhm. Ist nicht komisch? Gibt es dort etwas, was du fühlst als Wesenheit? Wo dich anzieht, wo du dich hingezogen fühlst? Ist dort irgendetwas? Ach, das kann man nicht sagen. Also durchsichtige Wesen. Mhm. Durchsichtige Wesen. Frag sie mal. Sie möchten dir bitte sagen, wo du zu deinem höheren Selbst kommst. Sie sollen dir zeigen, wo das zu finden ist. Vielleicht führt dich ja einer von ihnen dorthin, wenn du ihn bittest. Das ist ja wunderschön, die beobachten, weil die kennen, oh, das ist diese kleinen Sterne, nicht Sterne, diese Glitzer. Oh. Die können sich, also, wow, das ist sehr schön, zwei oder drei irgendwie zusammen. Mhm. Und ja, und dann, und die nehmen wir zu meinen höheren Selbst. Ja. Ja. Wunderschön. Ja. Schau mal, wo sie dich hinbringen. Wo wir dich hinbringen? Zum Regenbogen. Ah, der, wo vorhin im Nebel war. Ist er jetzt immer noch im Nebel oder ist er jetzt klar? Nee, jetzt ist wunderschön. Ganz klar. Mhm. Und guck mal, wo sie dich hinbringen. Sie bringen dich zum Regenbogen und schau dich mal um. Irgendetwas muss dort sein. Auf dem Regenbogen. Auf dem Regenbogen, im Regenbogen, um den Regenbogen herum. Im Regenbogen kann ich auswählen, in welche Farbe kann ich mich interpretieren. Ah, baden. Baden.
alle schweben. Ja. Ist der Regenbogen dein höheres Selbst? Ich bin ein Teil von Regenbogen. Ja, das schon, aber dann ist er dann diese höhere Seele? Ich weiß es nicht. Frag ihn. Wenn er sagt, nein, ich bin nur die Vorstufe oder irgendwen, dann frag ihn, ob er dich hinbringt. Vielleicht sollst du auch über ihn gehen. Das wirst du erfahren. Ich kann nicht kommunizieren und ich kann nicht Fragen stellen. Warum nicht? Frage mit dem Herzen. Das geht nicht, Fragen. Das muss man fühlen. Ja, meine ich ja. Frage mit dem Herzen. Mhm. Gefühlt. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass ich habe Wahl. Wo würde ich mir am besten fühlen? In welche Schwingung der Regenbogen? Von welcher Farbe meinst du? Ja. Mhm. Dann kannst du ihn fragen, ob er mitgeht mit dir, weil du sollst jetzt mit ihm zusammen dir alles anschauen, warum hast du erlebt das, das, das. Frag von ihm. Das ist schwer, ich traue ich mich nicht. Ja. Trau dich. Frag und sag, bist du meine höhere Begleitung? Mhm. Bist du mein göttlicher Anteil? Das fragt man nicht mit Worten, das musst du mit dem Herzen erfüllen. Wenn er dir ein warmes Gefühl in dir drin gibt, ein ganz warmes Gefühl, dann stimmt es. Wenn es nicht so warm ist, sondern nur so, dass du etwas tun kannst damit, zum Beispiel baden in grün oder rot oder so, dann ist es irgendwas, ein Helfer. Da müssen wir noch weiter gehen, weiter gucken. Diese Farben kannst du dann überall hin mitnehmen. Die werden dir auf jeden Fall zu Hilfe sein. Die ist sehr stark sogar. Es geht um Folgendes. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht warum, einen großen Respekt von der Regenbogen. Ein großer Respekt. Dass ich weiß, dass da herrscht die Liebe. Auch in Regenbogen, aber ich habe Respekt und ich kann nicht mit dem, ich traue ich mich nicht Traust mit dem nicht? Herzen kommunizieren. Das verstehe ich sehr gut. Schau mal, ob du das schaffst, dass du sagst, ich weiß zwar nicht genau, was vorgefallen ist, aber ich schäme mich ein bisschen. Kannst du auch sagen. Es ist, glaube ich, schämen, oder? Ein bisschen. Ja, trauen, sich nicht trauen. Ja, dieses Trauen, dann sage ich, traue mich nicht wirklich richtig. Und kannst du mir vielleicht sagen, warum habe ich Schmerzen, große Schmerzen, plötzlich in rechte Gelenk gekriegt, Handgelenk? Ja, schon, kann ich dir sagen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn du es selber siehst und deswegen... Das hat was mit diesen Taten zu tun, die dir vor dem Regenbogen den Respekt einflößen. Man hat früher in anderen Zeiten den Menschen mit viel Gewalt verschiedene Weisheiten beibringen wollen oder sie in bestimmte Richtungen haben wollen. Es muss nicht immer Profit und Gier sein, sondern wenn man meinte, dieser und jener Glauben ist richtig und die wollen das freiwillig nicht glauben, dann machen wir es mit Gewalt. Und diese Taten hat man immer mit der rechten Hand ausgeführt. Es war selten, dass wir Linkshänder waren. Und das schmerzt. Dann tut die Hand weh, wenn wir da stehen und uns eigentlich versöhnen wollten. Dann erinnert die Hand, warum wir es noch nicht können. Aber die Bilder, dass die kommen,
Dafür müssen wir bereit sein zu erfahren, dass wir nicht immer lieb waren. Dass es auch wirklich Zeiten gab, wo es sehr, sehr schlimm gewesen ist. Aber dazu bräuchten wir erstmal unseren Freund, der oben ist und alles sieht und weiß und immer weise ist und bei uns ist und immer wartet, nur wir kommen nicht. Wir trauen uns nicht. Das ist das Traurige, wir trauen uns nicht. Wollen wir uns mal gemeinsam trauen? Vielleicht? Mhm. Soll ich mal für dich fragen und du stehst daneben und sagst, okay, schau mal, was der macht, ja? Mhm. Ich bitte Jesus darum. Dir die Antwort darüber zu geben. Wer der Regenbogen für dich ist. Und zwar unabhängig davon, ob du ihn anerkannt hast oder nicht im früheren Leben. Der Regenbogen steht für die Freude des Lebens und er steht für den Weg in, ja, er steht für den Bund mit Gott, den Gott mit dem Menschen geschlossen hat. Immer wenn wir den Regenbogen sehen, will Gott uns erinnern, dass er uns so sehr liebt und dass er immer bei uns ist. Können wir das annehmen, 100%, wie es ist, und den Regenbogen als Zeichen dafür nehmen? Wenn wir ihn sehen, wissen wir, dass Gott mit uns kommuniziert. Und Gott ist ja nicht irgendein Wesen mit Augen und Ohren, sondern das ist ja die Liebe, die reine Liebe und das reine Licht. Fließt durch alles, alles im Universum. Sollst du den Regenbogen in dein Herz aufnehmen und wenn Sachen da sind, mit denen du nicht so gut umgehen kannst, dass sie... dass du sagst, was brauchst du von mir? Und in diesem Augenblick erscheint dir eins seiner Lichter. Grün, gelb, Smaragd, Türkis, Orange, was auch immer. Und dann badest du in diesem Licht dich selbst oder den, mit dem du das Problem hattest. Oder die Sache, um die es ging. Und dann wird geheilt, genau mit diesem Lichtspektrum.